Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live. Ja, und wir starten heute völlig ungewöhnlich. Es ist ja nicht üblich in dem Land, dass man seinen schärfsten Konkurrenten in die Sendung einlädt. Aber bei uns zwei ist es immer mit A Respekt und B zumindest von meiner Seite mit echter Bewunderung getragen. Hier ist Robert Gratke, der König des Radios, muss man sagen. Und er hat heute 30. Geburtstag, da will ich mich nicht lumpen lassen, bitte vielmals. Ja. Danke, das ist wahnsinnig. Anstelle einer Torte, weil ich weiß, du bist auf Diät und auf Fitness, also ein Backerl Mannerschnitten, glaube ich, geht, oder? Der König unter den Geschäftsleuten der österreichischen Medienmacher hat wahrscheinlich einen Vertrag mit der Firma irgendwie und du kriegst jetzt gerade länger mal Breite dafür, dass du das in die Kamera gehalten hast. Danke, ich darf die Gratulation zu 30 Jahre Ö3 gerne annehmen, wenn sie von jemandem wie dir kommt, denn uns verbindet tatsächlich größter gegenseitiger Respekt, glaube ich, schon seit vielen Jahren. Genau. Das König des Radios nehm ich nicht an, weil ich bin nur ein Oberkellner, ein Stellvertreter vieler Menschen, die beim Ö3-Wecker arbeiten und ich darf halt für sie sprechen. Aber du bist der Oberkellner der Nation, zumindest auf das können wir uns verständigen. Da werden jetzt einige Oberkellner sich denken, was bützt ihr der ein, der Rotzbur? Aber ich vergleiche den Job ein bisschen damit, weil meine Aufgabe ist es ja auch, den Menschen nicht auf die Nerven zu gehen, ihnen zu servieren, was sie gerne mögen, was andere Menschen gekocht haben meistens, und dann schaffst du Diener zu machen. Und das zu einer unmenschlichen Zeit, denn du servierst den frühesten Kaffee des Morgens. Ne? Ja, also die Zeit ist, glaube ich, nicht einmal so das Problem, weil es stehen auch andere Berufe sehr, sehr früh auf oder machen Nachtschichten. Sondern das Problem ist dann auch, noch 4 Stunden einigermaßen positive Energie auszustrahlen. Genau. Ich glaube, das ist die eigentliche Arbeit. Genau. Du, Robert, zunächst einmal, also ich bewundere dich, das weißt du. Danke. Und ich bewundere natürlich auch, dass du jetzt 30 Jahre bereits jeden Tag um wie viel Uhr aufstehst? Naja, so kann man es nicht sagen, aber ich habe tatsächlich beim Ö3-Wecker begonnen. Also das war ähnlich wie auf einem Schiff. Jemand, der gerade die Ausbildung beginnt, zuerst einmal an Steuer darf, durfte ich ins Weckerstudio, allerdings nicht als Moderator, sondern vor 30 Jahren habe ich damals begonnen als Kaffeeholer für so Namen, die älteren Zuseher werden es vielleicht noch kennen, wie Dieter Dorner, Brigitte Xander, also so ganz große Ö3-Namen. Nein, den gab es damals noch also, gar nicht. Der war noch bei Radio Wien. Ja. Und ich habe damals begonnen als Kaffeeholer, bis dann Nora Frey, ja, wer sie noch kennt, gesagt hat, der geht mir so auf die Nerven, der Typ aus Salzburg, der muss mal anders hin. Und dann bin ich in eine andere Redaktion gekommen, aber ich habe tatsächlich vor 30 Jahren schon im Ö3-Wecker begonnen, damals noch in kleiner Position. Den Wecker übernommen habe ich dann vor 16 Jahren, davor war ich lange Zeit Redakteur, Gestalter etc. Also 16 Jahre stehst du jetzt wann auf? 3:30 Uhr. 3:30 Uhr? 3:30 Uhr, wenn du ins Bett gehst. Wann gehst du schlafen, wenn ich das fragen darf? Wann gehst du schlafen? Ich teile seit 16 Jahren, oder eigentlich schon länger, weil ich also davor war ich Producer des Ö3-Weckers und bin auch um die Zeit aufgestanden, weil ich in der Früh bei der Sendung meistens dabei war. Ja. Also seit ungefähr 20 Jahren teile ich meinen Schlaf auf 3:30 Uhr Tagwache, dann bis Mittag arbeiten, dann 2-3 Stunden liegen gehen, also zweite Nachthälfte. Siesta, wie man so schön sagt. Siesta, ja. Und dann am Nachmittag geht es dann eigentlich wieder weiter. Und wann gehst du schlafen? Um Mitternacht. Das heißt, du schlafst tatsächlich nur 3,5 Stunden, wenn du in Wenn ich Dienst habe, es sind schon mehr. Also im Schnitt habe ich mal ausgerechnet, sind es um die 5 Stunden. Ja. Die letzte Stunde vorm Einschlafen gehört dann auch noch immer der Sendung, weil da schaue ich mir dann meistens noch an, was es Neues gibt. Im ORF-Fernsehen und auch bei anderen. Ja. Bei anderen Dingen, wo du jetzt zu Gast bist, ja, genau. Ja. Bei ORF24TV oder Krone oder was immer, ich muss mir alles anschauen. Ähnlich wie du ist man ja zwar bei einem Medium, aber man muss alles konsumieren, um alles zu wissen. Mhm. Und das ist dann meistens noch meine letzte Stunde vorm Einschlafen. Dann schlafe ich meistens schlecht bis 3:30 Uhr und dann geht es wieder los. Und um 3:30 Uhr machst du was? Um 3:30 Uhr stehe ich auf und mache als allererstes ein unmenschliches Geräusch. Ja, ein blödes Gesicht und einen schlechten Eindruck. Ja. Und dann mache ich 50 Kniebeugen, 50 Sit-Ups, 30 Liegestütz. In der Früh. Und dann, daneben schaue ich mir meistens vom Vortag noch irgendwelche Tipps an. Ja. Ja. Dann lese ich mich so querfeldein durch den österreichischen Zeitungswald, was jetzt schon online ist um die Zeit. Und dann fahre ich rein.
Und dann lebst du ja in Krems, das muss man wissen. Das sind, würde ich sagen, gute 71,2 Kilometer. Und fast wahnsinniger, wie du bist, mit dem Motorrad in die früh in die Arbeit. Wenn das Wetter passt, warum nicht? Hast du überhaupt ein Auto? Ja, ich habe ein Auto. Aber das kennt man gar nicht, weil man dich immer nur auf dem Motorrad kennt. Nein, aber ehrlicherweise muss man sagen, die S5 in der Früh im Sonnenaufgang auf dem Motorrad mit natürlich maximal 130 Stundenkilometer, mehr geht da nicht, ist schon ein besonderer Genuss. Also ich fahre auch gern. Und ich erledige beim Zurückfahren, wenn ich mit dem Auto fahre, zum Beispiel meine Telefonlisten, mir macht das Pendeln nichts aus und es ist bezeichnend für den Wiener Stadtverkehr und die Verkehrsplanung, dass ich tatsächlich, kein Witz, wenn ich zurückfahren würde, dort wo ich immer gewohnt habe, im 6. oder 7. Bezirk, um die Zeit, wo ich fahre, zum Mittag, wenn ich da heimfahren müsste und noch dort zu Hause wäre, würde es mich genauso viel Zeit kosten, wie nach Krems zu fahren. Ja. Also ungefähr 40 Minuten, schätze ich mal. Genau. Also du fährst in der Früh mit deinem Motorradl in die Hocken, das muss man mal zusammenbringen, das finde ich gigantisch, Easy Rider Robert Kratzky, könnte man sagen, und triffst dann eine Minute vor fünf im Weckerstudio ein, wie ich so höre? Eine Minute, also es ist früher habe ich noch an einer Sitzung, an einer Kurzbesprechung teilgenommen, die immer um Viertel vor fünf stattfindet. Ja. Und dann haben mir meine Kollegen mitgeteilt, dass ich bin immer sehr wach in der Früh schon. Also ich komme meistens schon ziemlich aufmagaziniert. Ja. Und in der Früh, da muss man auch Verständnis dafür haben, der eine ist schneller auf 100, der andere braucht ein bisschen. Und ich habe offensichtlich in der Früh dann begonnen, den Menschen immer schon die Laune zu verderben, nämlich meinem Team. Ja. Und deswegen haben wir uns dann darauf geeinigt, dass ich zwar telefonisch manchmal verbunden bin mit dem Team, wenn ich reinfahre, oder schon am Vorabend alles besprochen habe und dann wirklich pünktlich um 5 Uhr aufschlag. Schlagst du auf mit dem Motorrad. Bremst die ein, rauf, zack, los geht's. Ja? Skandal. Wahnsinn. Und dann kommen 4 Stunden Radio. Ich habe das ja ein paar Wochen in meinem Leben auch gemacht. Ich muss sagen, das ist schon der härteste Job, den es gibt. Du fährst es ja teilweise selber, nicht? Obwohl du einen Producer hast. Nein, ich fahr selber. Aber das machen alle Kolleginnen und Kollegen bei uns. Fahr selber, muss man den Zuschauern erklären. Ja. Das heißt, du bedienst den Computer, der alle Zuspielungen, alle Musikstücke etc. einspielt. Man ist noch DJ, ja? Also man ist noch DJ und das ist ja auch wichtig, weil die Gestaltung einer Radiosendung, und das gehört natürlich wie bei allen Berufen, da wird der Tischler genauso wie der Installateur viel darüber erzählen können, ist es ja viel mehr, als der Konsument dann tatsächlich erfährt, was dann notwendig ist, damit der Job funktioniert. Und das gehört eben auch dazu, dass man da die Technik macht. Also das ist ein beinharter Knochenjob. Ja, ich habe das ja auch ein paar Mal gemacht, ein paar wenige Male gemacht. Ja. Ich muss sagen, ich war nachher fix und foxy. Ja? Es ist ein schöner 4 Stunden, aber es ist sowas zu machen, ist wirklich Hochleistungssport. Ne? Wie gesagt, ich glaube nach wie vor, dass der eigentliche Sport dran ist, dass du deine persönlichen Probleme einfach packst, außen vor schiebst und versuchst, dem Land irgendwas Positives mitzugeben. Es ist ja auch nicht weltbewegend und auch nicht so wichtig. Es ist ja nur nebenbei. Ja? Ja. In der Fachsprache sagt man sogar Sekundärmedium. Ja? Mhm. Nur du bist halt auf der anderen Seite doch irgendwo für die Laune mitverantwortlich. Wollte ich gerade sagen. Ein bisschen bestimmst du die Stimmung des Tages mit. Ne? Ein wenig. Ja. Der Verantwortung bist du dir auch bewusst. Diese Verantwortung ist das, was mich treibt. Also die Ehre und die Verantwortung, diese Sendung eine Zeit lang machen zu dürfen, vor so einem großen Publikum, das hat schon was. Und das ist schon ein Teil des Antriebs. Ja. Die Leute aus dem Bett zu holen und ihre schlechte Laune in eine gute, positive Energie umzuwandeln. Ich glaube nicht, dass jeder schlecht gelaunt aufsteht, aber ich glaube, dass gerade in Zeiten wie diesen Medien wie wir, sage ich jetzt mal, eine wichtige Aufgabe zukommt, nämlich auch teilweise dann, wenn die Stimmung nicht so gut ist, wenn man mal verzagt, wenn einem der Mut fehlt, irgendwas mitzugeben, sei es der richtige Song oder das richtige Wort oder die relevante Information zu diesem Tag, was einem ein bisschen hilft, den Tag zu meistern. Und das ist schon eine große Aufgabe. Man muss ja auch dazu sagen, wir beide sind ja auch beide ganz kleine Corona-Helden, weil wir durchmoderiert haben. Ja, ja, ja. So ja, wie die Bilderverkäuferinnen. Du hast ja dieses Studio nicht verlassen, hat er mir erzählt. Na ja, du hast wie hat sie das sanitär gelöst? Ich habe sie in Wahrheit wirklich verlassen. Du hast die Ö3 nicht verlassen, muss man dazu sagen. Gemeinsam das mit Kolleginnen und Kollegen. Das ist ja die wahre Story. Diesen Notfallplan hat es bei uns auch gegeben, trat aber nie in Kraft. Also ich bin immer schön brav schlafen gegangen. Und du hast aber dort wirklich übernachtet. Wie viele Wochen war das?
Ich habe es jetzt vergessen, es waren etliche Wochen, aber mit gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen. Muss ja der sein, oder? Naja, das ist ja wie im Gefängnis. Naja, das ist gar nicht der springende Punkt. Wir haben es ja relativ angenehm gehabt, hat sich auf zwei Stockwerke verteilt und man hat sich gut um uns gekümmert. Nur der springende Punkt für mich war die eigentliche Qual, dass um meinen Beruf ausüben zu können, und die wird es nicht anders gehen als Journalist, muss ich Menschen sehen und muss das Leben genau, sehen. Genau, und wenn du einkaserniert bist und alles nur im World Wide Web beobachten darfst, ja, und das nicht spürst, was auf der Straße und im Land los ist, dann wirst du irgendwann blind und im übertragenen Sinn. Und das hat mich wirklich fertig gemacht. Ja. Also Sendung machen müssen und nicht dabei sein draußen, nicht zu sehen, wie die Straße leer ist oder wie die wenigen, die dann arbeiten gehen mussten, irgendwie zur Arbeit gehen. Oder auch wie das Wetter in der Früh ist, weil du fährst ja immer in einer halben Stunde durch das und Wetter. Ich meine, und jetzt muss man dazu sagen, ich will niemanden beleidigen, aber genau dieses Grätzl in Heiligenstadt, wo unser Sender steht, irgendwie direkt neben den U-Bahn-Gleisen, ist jetzt auch nicht, das ist jetzt auch nicht irgendwie, da würdest du jetzt auch nicht irgendwie hinfahren, um deinen Urlaub zu verbringen oder so. Aber es war alles, also jammern auf hohem Niveau, da haben es viele andere viel schwerer gehabt. Genau, finde ich auch. Also wir waren sicher privilegiert, aber es war eine Zeit, die wir nicht vergessen werden beide. Nein, ich glaube trotzdem, es war der Anfang in Wirklichkeit von etwas viel Größerem und viel Schwierigem, weil ich zum ersten Mal, und das ist für mich so eine Quintessenz, war ganz offensichtlich, wenn man uns nicht belogen hat, Menschenleben wichtiger als Geld. Und zwar nicht nur bei uns in Österreich, sondern weltweit. Mhm. Das hat es vorher in der Form noch nie gegeben. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich hoffe einfach als positiver Mensch, dass das wirklich etwas verändert. Es wird uns auch all along beigebracht haben, hoffe ich, irgendwann flexibler zu werden, kritischer zu sein, auch weniger obrigkeitshörig irgendwie, aber dann trotzdem vernünftig zu bleiben. Wir werden alle nur sehr viel lernen in dieser Zeit, und sie ist ja noch nicht vorbei und sie beginnt mit den größeren, gröberen Schwierigkeiten für unsere Gesellschaft wahrscheinlich erst nächstes Jahr, wenn dann die ganzen Auswirkungen des 2020er Jahres spürbar werden. Das wird auch für uns Medienmacher eine große Herausforderung, und Menschen in der Früh gut gelaunt in die Arbeit zu bringen, wird dann wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger. Bist du eigentlich ein politischer Mensch? Ja, politisch interessiert. Politisch interessiert. Das heißt, du liest alle Politikseiten der Zeitungen? Oder im Großen und Ganzen ja, natürlich, weil das wichtig ist. Auf der anderen Seite, es ist ja heute, wenn man wie ich aufgewachsen ist, nach einer Zeit, wo es noch kein Handy gab und wo du noch Journalismus in eine Schreibmaschine getippt hast. Und ich bin ja gelernter Journalist, eigentlich heute nicht mehr, aber irgendwie damals habe ich noch Journalismus gelernt quasi. Dann ist das, was heute auf dich einströmt, ob auf OE24TV oder sonst wo, bunt und groß und schnell und schrill, das ist ja zu viel. Und man tut sich manchmal sehr, sehr schwer, dann herauseinander zu glauben, was soll ich mir jetzt eigentlich genau geben, was ertrage ich überhaupt an Meldungen und Informationen. Und das betrifft natürlich jeden Lebensbereich, aber auch die Politik. Aber ja, du musst, glaube ich, ein politisch interessierter Mensch sein, um unseren Job machen zu können. Du hältst dich aber in der Früh mit Politik sehr zurück. Warum? Es ist nicht meine Aufgabe. Wir sind das staatliche Radio. Wir gehören damit den Österreicherinnen und Österreichern und damit den Wählerinnen und Wählern unterschiedlichster politischer Richtungen. Und es kann nicht meine Aufgabe sein, weil dafür habe ich kein Mandat, dass ich mich jetzt hinstelle und meine Meinung kundtue, meine private. Dafür ist meine Verantwortung gegenüber den Kolleginnen und Kollegen und den Inhalten zu groß. Und es ist mir übrigens auch gesetzlich verboten, so ganz nebenbei. Aber ich halte es wirklich nicht für meine Aufgabe. Allerdings, und hast du eine private politische Meinung eigentlich? Ja, habe ich ja. Hast du? Ja, ja. Bist der Grüner? Oder? Ich lache jetzt nicht deshalb, weil das so abwegig wäre, weil das wäre ja dann wieder das Kundmachen einer politischen Meinung. So, ich lasse mich sicher von dir dann in die Pfanne hauen. Ja? Ja? Ich lache, weil ich das so lustig finde, dass du es versuchst, jetzt aus mir herauszukitzeln. Ja, genau. Ich sage dazu nichts, weil das wird aber niemandem gelingen, selbst nicht mit provokantesten Fragen. Du kannst es probieren. Ja, gut. Also, wir machen eine kurze Werbepause und dann probiere ich, was ich aus dem Robert Gradke privat herausbringe. Wir werden mal schauen, ob ich da scheitere oder den einen oder anderen kleinen Erfolg erziele. Wir sind gleich wieder da. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. So, heute zum Start von Fellner Live zu Gast einer meiner härtesten Konkurrenten, aber meistgeschätzten Freunde, muss man sagen. Ich habe wirklich Hochachtung vor ihm, Robert Gradke,
der Weckermann, Dankeschön. Der Morgenhabschi oder wie heißt das genau? Frühstücks-Havi. Frühstücks-Havi. Der Frühstücks-Havi ist das. Ja. Der Frühstücks-Havi. Hat ein Hörer geprägt einmal, ja. Ist geblieben. Ja. Wir sind beide Salzburger, aber du bist mittlerweile Kremser. Ja, wie das? Wie kommt man auf die Idee, wenn man jeden Tag um 5 Uhr in der Früh in Wien sein muss, in Krems zu leben? Ich wollte nicht mehr in Wien leben. Ich habe 20 Jahre in Wien gelebt und Wien ist eine wunderschöne Stadt. Aber ich habe auch bemerkt, dass irgendwann einmal war es mir dann einfach zu blöd, allzu lang zu fahren, um ins Grüne zu kommen. Und den 13. oder 19. kann ich mir nicht leisten. Ja. Schau nicht zu vorwärtsfrei. Schau aber vorwärtsfrei. Ich weiß ja gar nicht, wo du wohnst. Okay. Ich war ja noch nie zu Hause eingeladen. Ja. Ich hab dann irgendwann einmal außerhalb von Wien gesucht, ja, und habe mich verfahren. Und ich war tatsächlich, weil ich eigentlich die 20 Jahre in Wien gelebt habe, bin ich immer in die Südsteiermark gefahren, wenn ich Freizeit gehabt habe, weil ich da zu viele Freunde habe in der Steiermark. Und dann habe ich mich irgendwie verfahren und lande plötzlich an einem der schönsten Plätze, die ich je gesehen habe. Fahre so über eine Brücke drüber, alte Eisenbahnbrücke und ehemalige, und denke mir so, wo bin ich da? Und dann sehe ich so ein Schild, willkommen in der Wachau, denke ich mir, die Wachau. Ja. Ich meine, das kenne ich seit Kindertagen, war aber tatsächlich noch nie da. Ja. Habe dann geglaubt, dass das ewig weit weg ist, weil ich bin ja, glaube ich, da 3 Stunden hingefahren über irgendwelche Hinterstraßen und bin dann draufgekommen, ich sehe nur 70 Kilometer, also Pendlerdistanz, und habe mich dann so in die Gegend verliebt, bis ich irgendwann gesagt habe, eigentlich möchte ich dort leben. Und, ja, und so bin ich in die Wachau gekommen. Und du hast ein Haus, oder wie muss man sich das vorstellen? All diese Dinge. Selbst das sagst du. Hast du ein Haus? Bitte? Hast du ein Haus? Natürlich. Also, großes Haus? Mit 4 Kindern wäre es sonst ein bisschen schwierig. Das heißt, 4 Kinder, 4 Garagen. Eine Garage. Eine Garage? Ja. Wie passen da 4 Autos rein? Moment, 5. Seitdem und sie Autos haben, wohnen sie woanders. Ja. Gut, so, also bei dir ist das einfach, weil es ist nur ein Motorrad und es passt in jede Garage. Ja. Aber es ist nicht nur ein Motorrad, es ist auch eine Ziele, wie ich immer wieder sehe. Das heißt, du bist ja auf der Donau gemeingefährlich unterwegs, eigentlich jedes Wochenende, wie ich jetzt feststelle. Das gemeingefährlich möchte ich eine neue Liebhaberei. Aufs Schärfste zurückweisen, ja? Und Liebhaberei würde implizieren, dass ich mein Boot steuerlich absetze, was ich auch nicht tue. Verstehe. Also nein, weder ein Steuerskandal, lieber Wolfgang, noch irgendeine Schweinerei auf der Donau. Ich habe einfach eine Motorziele, weil es das für die Donau bestmögliche Boot ist. Das ist super geil, ja. Und ich habe auch meine 4 Wochen Auszeit, die ich mir im Sommer genommen habe, ausschließlich in der Wachau verbracht, bis auf 1-2 Ausnahmen am Wochenende einmal, wo ich anders hingefahren bin. Weil ich zu Hause bin, wo andere Leute Urlaub machen. Und du schipperst mit der Ziele die Donau rauf und runter? Rauf und runter und versuchst dabei irgendwie gut auszuschauen. Ja. Irgendwie, und es gelingt peripher auch ab und zu irgendwie, dass ich eine Kurve fahre irgendwie und dann wieder zurück. Und bist du einmal abgesoffen, habe ich gehört, ne? Ja, ich wusste, dass das jetzt kommt. Ja, das stimmt ja, oder? Ja, ein Mann muss in seinem Leben einen Baum gepflanzt, ein Buch geschrieben und ein Boot versenkt haben. Mir ist tatsächlich einmal nach einem Hochwasser irgendwie ist mir ein unterirdisch schwimmender Ast, ein ziemlich kapitaler, irgendwie durchs Boot durchgefahren. Oder ich in den Ast hinein, wie auch immer. Auf jeden Fall, das Boot hat dann 2 Minuten später den Geist aufgegeben. Und ist abgesoffen. Aber Hauptsache, du lebst, Robert, und Hauptsache, du lebst in einer neuen, wirklich geilen Form, weil du hast vor ein paar Monaten, ich glaube, an deinem 47. Geburtstag beschlossen, du änderst dein Leben und seither erkenne ich dich auf Instagram nicht wieder. Ich kann mir deine Postings fast nicht mehr anschauen, weil sie bestehen, erstens das, und sie bestehen nur weitestgehend aus Fitness. Du bist ja mittlerweile der Fitnessguru schlechthin dieser Nation. Ich muss das nochmal dazu sagen, für alle, die mir auf Insta folgen, obwohl ich es auf Insta immer sage, ich bin auch kein Fitnessprofi. Also was ich mache, mache ich auch manchmal falsch. Also ich bekomme auch wirklich mehrere hundert Posts, von Menschen, die mir dann schreiben, du machst die Übung falsch. Der springende Punkt ist der, ich habe mit 47 beschlossen, dass 100 Kilo einfach zu viel sind auf 1,83. Und ein lieber Freund und Arzt hat auch gesagt, du, wenn du den Job, den du da machst, weitermachen möchtest, dann ganz ehrlich, wirst du was ändern müssen. Du bist zu fett, du bist zu unsportlich, du musst dich mehr bewegen, du musst was ändern. Und das war irgendwie so letzter Warnruf. Und ich habe ja immer geglaubt, ich werde nicht älter als mein Vater, der mit 46 gestorben ist. Und dann war ich plötzlich 47 und habe gedacht, okay, jetzt brauche ich wohl einen Plan. Ja? Weil irgendwie habe ich, aber jetzt ist die Landkarte weiß. Und das war vereinfacht ausgedrückt, war es tatsächlich so. Ich habe dann gesagt, okay, ich muss jetzt was ändern und das ist der bestmögliche Zeitpunkt. Und habe dann begonnen, ein ziemlich strenges Fitness- und Ernährungsprogramm
mir aufzuoktroyieren. Und das ziehe ich halt durch bis jetzt und jetzt sind 15 Kilo weniger und ich fühle mich ja besser und passt. Aber wenn man dir folgt, dann machst du ja doch weite Teile des Tages Fitness. Ja, sowohl innerhalb deiner vier Wände, als auch du gehst raus, joggst, machst draußen Übungen. Also wie viel Fitness machst du wirklich? Es wird doch nicht einer der größten Medienprofis des Landes irgendwie einem Social Media Kanal auf den Leim gehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Na, deinem immer, wenn es so gut danke. Ist. Danke. Ja? In Wirklichkeit in der Früh sind es 10 Minuten, die ich da maximal, weil ich in der Früh wirklich immer meine Liegestütze, meine Kniebeugen, meine Sit-Ups, die mache ich fix. Ja? Und dann mache ich ca. 3-mal in der Woche, schaue, dass ich in den Wald komme, dass ich irgendwie Radl fahre oder Nordic Walken gehe und danach eine halbe, dreiviertel Stunde intensiv im Fitnesscenter anhängen. Also dreimal in der Woche komme ich im Schnitt zum Training, zum echten Training und in der Früh mache ich meine Übungen. Und ansonsten mache ich es vorwiegend mit der Ernährung, was auch gefährlich ist, weil wenn du das heute sagst, dann hüpfen das vielleicht Menschen nach. Nur das, was für mich gilt, wir sind da ja alle Gott sei Dank bist individuell. Bist du Vegetarier geworden eigentlich? Nein, aber ich versuche tatsächlich, ich bin ein bisschen veganer geworden, als ich es vorher war und ich bleibe im Supermarkt jetzt bei Regalen stehen, wo ich noch nie vorher stehen geblieben bin, wo es halt irgendwie Dinge gibt, die mir besser tun. Und ich habe Milch zum Beispiel relativ reduziert, also kaum noch. Bin halt auf pflanzliche Produkte umgestiegen. Ich habe Fleisch nicht weggelassen. Ich gehe ja manchmal einfach gern gut essen und ich gerne mal ein Schnitzel und ich mache Cheating Days, wo ich halt ganz normal esse. Aber im Regelfall schaue ich halt, dass ich ein bisschen vernünftiger bin beim Zucker, dass ich das Brot weglasse im Lokal oder als Haus. Kohlenhydrate ein bisschen aufpassen. Also in Wirklichkeit, der Zauber oder das einzige Geheimnis, das ich jetzt teilen kann mit dir, ja, wo du eine große Geschichte daraus machen könntest, ist, dass ich auf fremde Hilfe verzichtet habe. Ich glaube an eine Sache sehr fest, wenn du wirklich dein Leben ändern möchtest, kann dir ein guter Fitnesstrainer, eine gute Fitnesstrainerin natürlich helfen. Aber bei mir, das ist ganz individuell und betrifft nur mich, aber vielleicht hilft es auch Menschen, ich glaube daran, dass wenn du wirklich das Ding so angehen möchtest, dass du selbstständig das auch machst, dann musst du dich selber zwingen. Ja. Und wenn du es nicht selber schaffst, von alleine, ohne fremde Hilfe, dann wirst du es, wenn die fremde Hilfe irgendwann nicht mehr da ist, auch nicht schaffen. Na gut, man sieht auf dem Instagram natürlich, wie diszipliniert du bist. Was auch kein Wunder ist, wenn einer 16 Jahre lang um 3 Uhr aufsteht, muss der diszipliniert sein. Wie oft hast du verschlafen? Also, wenn ich einmal ein paar Minuten spät gekommen bin oder sowas aufgrund von Schnee auf der Fahrbahn oder unlängst bin ich mal 5 Minuten spät gekommen, weil mir mein Müllsack gerissen ist in der Früh. Ja. Und der gesamte verdammte Müll hat sich irgendwie durch die halbe Wohnung ergossen und irgendwie war auf den Stiegen. Und ich habe gewusst, ich komme jetzt wahrscheinlich 2 Tage nicht heim. Also muss ich irgendwie schauen, dass ich es noch weg kann. Ja. Dass der Ö3-Wecker ohne mich stattgefunden hat, obwohl ich am Dienstplan gestanden bin. Ein einziges Mal. In 16 Jahren. Und dass ich mich krank gemeldet habe, ist 2-mal vorgekommen. Einmal für 2 Tage und einmal für 3. Jetzt hast du vorher gesagt, du gehst selber einkaufen. Jetzt werden viele Zuseher sagen, warum geht der Typ selber einkaufen? Wen soll ich schicken, meinen Butler oder was? Genau. Weil du bist ja bekennender und begnadeter Single. Ist das so? Ja. Nein, erzähl. Naja, ich habe dich ja immer wieder als glühender verliebter Partner kennengelernt. Aber derzeit, nach allem, was ich weiß, ich bin üblicherweise gut informiert über dich, bist jetzt gerade wieder Single. Erstens frage ich, warum du gut informiert bist über mich. Dann, man kennt ja Leute, die dich kennen. Diese Stadt ist mediennetzwerkmäßig sehr klein, wie du weißt. Das werden deine Zuseher da werden deine Zuseher auch ein Liedchen singen können. Es gibt immer Menschen, die glauben, sie kennen einen und dann kennen es die gar nicht. Und erzählen dann, weiß Gott was. Davon lebst auch du. Ja, du solltest einmal nach Krems kommen, weil gerade so eine kleinere Stadt, irgendwie, die ist da viel schneller. Du bist eh schon wieder liiert. Nein, ich gebe ich darüber Auskunft, ob ich liiert bin oder nicht. Ich habe selber, ich beziehe die Informationen über mein Privatleben selber aus einer Tageszeitung namens Österreich. Dass meine neue Liebe in der Donau schwimmt, weil da war irgendwann einmal jemand zu sehen, der da schwimmt. Ja. Dann irgendwie habe ich 2 Wochen später gelesen, dass ich offensichtlich mit 2 Frauen liiert bin, weil die Schlagzeile war 2 Höschen für Gratki oder so. Ja. Also
atemberaubend. Ja. Ich sitze dann immer da. Na, das ist, wie populär du bist. Ich bin gespannt, ja? Was kommt Wahnsinn. Als nächstes? Na, ja. Bei mir erscheinen ja. solche Geschichten nicht, muss ich sagen. Stelle ich mit ja, weil, mit weil Trauer ich auch, fest. Weil ich auch ja. nicht annehme, dass irgendeiner deiner Redakteure es wagen würde, einmal einen großen, dicken Bericht über dein Privatleben okay. zu schreiben. Du, also, ja. bist liiert oder nicht derzeit? Ach, darüber gebe ich genauso wenig Auskunft wie aber irgendwelche anderen. Aber du bist andere nicht verheiratet. Du bist nicht verheiratet. Das kann man, glaube ich, sagen, wenn ich bin nicht. Also das ist zumindest etwas, was ich offen und ehrlich zugeben kann, ich bin nicht verheiratet. Genau. Das habe ich mir bis jetzt ehrlicherweise nie wirklich getraut. Wieso? Ich bin ein Mensch mit großen Verlustängsten und ich bin mit nichts damals nach Wien gekommen. Ich komme nicht aus wohlhabenden Verhältnissen und habe mir auch ein bisschen was aufgebaut und habe mir immer gedacht, ich will nicht alles in meinem Leben riskieren. Nicht, weil ich meiner Partnerin nicht trauen würde, sondern weil ich wusste seit jeher, dass ich kein besonders vertrauenswürdiger Partner in einer Beziehung bin. Ich bin wenig da, ich habe wenig Zeit, ich bin oft schlecht gelaunt, bin oft zu müde. Ja. Ich habe einfach noch nie das Gefühl gehabt, dass ich bereit bin, persönlich irgendwie in einer Beziehung den Teil zu erfüllen, den man in einer Beziehung erfüllen muss. Ja. Ich bin jetzt so einer wie du, der frisch verheiratet, gratuliere nochmal ganz herzlich, Louis, ja, dann nach Hause fährt und irgendwie und die Hälfte des Haushalts übernimmt und sich um alles kümmert und so. Ja, und was dann auch seine Frau kocht liebevoll dir dafür das Frühstück bereitet. Das schaffe ich gar nicht, weil ich ja Dienst habe. Ja. Ja, ja. Deswegen habe ich mich nie über eine Hochzeit hinausgetraut und vielleicht kommt das noch, wenn der Job irgendwann mal vorbei ist und ich mich auf mein Privatleben konzentrieren kann. Aber du hast recht. Das ist wahrer Aufdeckerjournalismus, meine Damen und Herren. Wolfgang Fellner hat es gerade geschafft. Ich bin tatsächlich nicht verheiratet. Genau. Jetzt haben Sie es. Jetzt hast du ja dem Standard ein sehr ehrliches Interview gegeben, so wie mir auch. Ja, dem Standard, ja, zumindest behaupten die das. Was? Da hast du gesagt, du bist mehrfach in Therapie gewesen. Dem Standard? Ja, Standard. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich dem Standard ein Interview gegeben habe. Ich bin ja immer gut vorbereitet auf Interviews, insbesondere wenn ich so einen prominenten Gast wie dich habe. Das habe ich gar nicht gelesen. Es ist die APA offenbar. Was ist das? Ich weiß es nicht. Woman. Standard Woman. Ja, es ist wie Standard ausgedruckt, aber es ist ganz also, klein, steht da Woman ab. Zugegebenermaßen kaum zu lesen. Ja, das stimmt. Ja, ja. Das stimmt. Ich bin der festen Überzeugung, der Paul Pizzerra hat jetzt gerade sogar ein Buch dazu veröffentlicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn du dir einen Knöchel brichst oder die Hand, musst du zum Arzt gehen. Ja. Und wenn du dir die Seele brichst oder das Herz oder dergleichen, dann auch. Und ich habe in meinem Leben auch schon viel Übles erlebt und viele Verluste erlitten, ob selbstverschuldet oder nicht. Und habe auch schon meine Wunden zu heilen gehabt. Und wieso hast du dir die Seele gebrochen, Robert? Ich lebe ein Leben wie die meisten anderen Menschen auch und da passieren halt nur mal Dinge. Ich habe meinen Vater sehr früh verloren, ich habe sehr viele Beziehungen in den Sand gesetzt, ich habe in meinem Leben sehr viel Stress gehabt, ich habe viel gearbeitet, ich habe viel für die Arbeit geopfert, war damit dann im Nachhinein weniger glücklich, als ich vermutet hätte, dass es mich glücklich macht. Und ich bin ich bin nicht auf allen Ebenen meines Daseins ein super starker Mensch, sondern habe halt manchmal Schwächen, die so schwächeln, dass man dort einbricht. Also ich habe mich nur lange dagegen gewehrt, weil ich mir immer gedacht habe, meine Großmutter hat zwei Weltkriege durchgemacht. 1912 geboren, mittlerweile schon längst verstorben und war nie bei einem Therapeuten. Ich weiß aber mittlerweile von Therapeuten, dass ältere Menschen, vor allem dann, wenn sie demenzkrank werden, sehr, sehr oft plötzlich dann sehr plötzlich im hohen Alter aus ihnen herausbricht, was zum Beispiel zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs, wo ja viele noch Kinder waren, tatsächlich alles passiert ist. Also es wäre vielleicht ganz gut gewesen, wenn schon früher, vor allem dann halt nach dem Krieg, Menschen zur Therapie gegangen wären. Ja, da kann man einem schon helfen. Ich weiß nicht, warst du jemals bei einer Therapie? Die haben einmal kurz bei einer Ehe-Therapie, aber es hat nichts genutzt und war sinnlos. Die haben die Therapien was gebracht? Das ist eben ich glaube, dass das etwas sehr Wichtiges ist und sehr Richtiges, wenn du den richtigen Arzt findest. Ja? Denn ja, da geht man zum Arzt zum Beispiel. Ja. Mhm.
Aber das ist ein langer Prozess und niemand soll glauben, dass wenn er das Gefühl hat, er dann Burnout oder bricht halber zusammen unter irgendeinem Trauerfall. Ja. Menschen verlieren ihren Lebenspartner, irgendwie kommen nicht drüber hinweg, was auch immer. Da gibt es ja diverse Dinge, die das Leben grau und dunkel machen können. Das ist ein langer Prozess meistens und es geht darum, wie bei jedem Arzt, den richtigen Doktor zu finden. Ja. Jetzt ist das, was ich an dir ja so bewundere, du bist wahrscheinlich einer derjenigen Österreicher, der am meisten für seinen Job brennt. Ne? Lebt. Sich teilweise fast aufopfert dafür, weil das ist ja kein Spaß, um 3 Uhr aufzustehen. Ja, aber ich tue mir da immer ein bisschen schwer, weil ich auch dieses Verantwortungsgefühl hat für den Job und so. Das ist ja das Tolle. Ich will keine falsche Bescheidenheit an den Tag legen, weil ich bin kein bescheidener Mensch. Aber ich sage trotzdem, dass wenn heute jemand in der Pflege arbeitet, dann hat das weitaus weniger Publikum als ich, aber weitaus mehr Mühsal und so weitaus mehr Einsatz. Und weitaus, also, ich tue mir da immer ein bisschen schwer, wenn mir Menschen dann sagen, und du stehst zu früh auf und du arbeitest zu früh. Ja, ich arbeite viel, ich stehe früh auf, ich liebe meinen Job, ich brenne für meinen Beruf, ähnlich wie du. Das meinte ich, Und ich bin der festen Überzeugung, dass von nichts kommt. Du musst heute etwas tun, wenn du was im Leben erreichen möchtest. Und ich arbeite ja auch in einem Beruf, wo jederzeit in einen kompetitiven Job und einen kompetitiven Markt jemand kommen könnte und sagt, ich bin besser als du und jetzt aus dem Weg. Ja, ja, theoretisch praktisch. Also da gibt es kein, jetzt kann ich mich zurücklehnen und mich interessiert nicht, was die letzten 30 Jahre war, mich interessiert, was morgen früh sein wird. Das kommen wir noch auf morgen früh. Ja. Aber zuerst nur zum Job. Aber ich glaube trotzdem, dass es halt immer schwierig ist, weil einfach sehr, sehr viele Menschen vollkommen unbedankt und unbeleuchtet von den Scheinwerfern der Medienbranche dann halt weitaus härtere Jobs machen, als ich das tue. Und deswegen tue ich mir da schwer, irgendwie das Lob anzunehmen. Ja. Was macht denn einen wirklich guten Radiomoderator aus? Das kann ich dir nicht sagen, weil ich nicht einmal glaube, dass ich ein wirklich guter Radiomoderator bin. Was macht dich aus? Ich bin ein guter Oberkellner in meinem Kaffeehaus. Ja. Das nicht einmal mein Kaffeehaus ist, sondern das Kaffeehaus, wo ich arbeite. Ich sage liebevoll mein Kaffeehaus, aber es ist natürlich unser Kaffeehaus. Ich bin ein Macher, ich bin ein Medienmacher. Ich habe die Morgenshow, so wie sie heute dasteht, mit kreiert, mit einem Team, mit vielen Menschen. An der Spitze mein Chef Georg Spart irgendwie und alle, die dazugehören. Diese Morgenshow zu erheben, aber ich war lange Zeit schon, bevor ich noch gesprochen habe, Teil des Ö3-Weckers. Und deswegen gehört meine Liebe der Gestaltung einer Morgenshow, inklusive allem, was dazu gehört, ob es die Nachrichten, die Musik sind, das Layout, wie das klingt, wer was sagt, etc. Und irgendwann einmal durfte ich dann plötzlich das Mikrofon ergreifen. Na klar habe ich davon geträumt, na klar habe ich dafür gearbeitet, aber de facto ist der Job nur die Quintessenz aus vielen unterschiedlichen Jobs. Und ja, denen habe ich mein Leben verschrieben, so wie viele andere Menschen sich halt auch voll ihrer Arbeit widmen. Ja. Du, was ich dazu sagen wollte, ein guter Oberkellner, das Geheimnis ist ja meistens, er liebt seine Gäste, oder? Ich glaube, Liebe ist ein großes Wort. Er respektiert seine Gäste. Mhm. Ich glaube, es ist so ähnlich wie in diesem uralten Bad Midler-Song, From a Distance. Dieses Land ist, ich würde in keinem anderen Land leben wollen als in Österreich. Und ich hatte schon die Möglichkeit, zum Beispiel nach Deutschland zu gehen. Es gab da mal ein Angebot, irgendwie bin ich nicht gegangen. Ich wollte immer in Österreich leben und ich liebe dieses Land. Aber wie beim Reinhard Fendrich, ich kenne die Leute, ich kenne die Rotzen. Ich weiß, dass es hier weiß, grau und schwarz in allen Schattierungen gibt. Und das kann man aus der Distanz auch lieben. Aber in erster Linie respektiere ich mein Publikum. Das ist das Allerwichtigste, glaube ich, für einen guten Oberkellner. Jetzt hast du gerade gesagt, da gibt es ungefähr 30 Handeln, die alle um 3 Uhr früh aufstehen, Handeln um eine Morgensendung zu machen. Handeln habe ich nicht gesagt. 30 Unterkellner, um es einmal so zu sagen. Nein, auch nicht Hilfskellner. Auch nicht die also alle am Morgenkaffee es gibt einen servieren. Chef, es gibt Chefköchinnen und Chefköche, immer schön gegendert. Ja. Teammitglieder. Also es gibt 30 Kellner, wollen wir uns einmal wertfrei auf das... Wir sind ein großes Team, Nein, ich habe nicht dein Team gemeint, ich habe die anderen Kellner gemeint, die alle Robert Gradke werden wollen, nicht Ö3. Weiß ich nicht, ob jemand... Ich rede von Antenne Vorarlberg, über was ich Welle 1 und Radio 1... Zählst du alle deine Sender auf? Nein, ich habe mit Antenne Vorarlberg nichts zu tun. Ich habe bewusst nur Sender aufgezählt, die nicht von mir sind. Warum schaffen die es nicht, dich vom Thron zu stürzen?
Weil ich ja nicht allein auf diesem Thron sitze, sondern eben mit einem großen Team. Die sind alle gut. Ja. Ich glaube, ja. dass in Österreich, wir Österreicherinnen und Österreicher haben auch die Eigenschaft, uns an Dinge zu gewöhnen und sie dann sehr zu mögen. Ja. Wir trennen uns ungern von liebgewonnenen Gewohnheiten, so wie wir ungern unsere Komfortzone verlassen. Das haben wir jetzt im Corona-Jahr gerade richtig stark bemerkt. Und wenn mal was ganz gut funktioniert hat, dann bleiben wir auch treu. Ja? Mhm. Das ändert sich sicherlich auch irgendwie mit den nächsten und nachfolgenden Generationen. Das wird eine völlig neue Mediennutzung, da stehen wir alle vor großen neuen Herausforderungen. Aber ich glaube, dass der Ö3-Wecker einfach jetzt mittlerweile eine schöne Tradition hat, eine gute Mischung bringt und verlässliche und glaubwürdige Nachrichten. Und dass viele Menschen einfach sich daran gewöhnt haben, dass das dabei ist in der Früh einfach. So wie eine Kaffeemaschine, wenn sie funktioniert und einigermaßen gefällt, dann bleibt sie in der Küche. Jetzt ist die Frage am Schluss natürlich, wie lange machst du das noch? Also 16 Jahre moderierst du bereits selber, 30-jähriges Jubiläum feierst du gerade von deinem Beginn bei Ö3 heute oder gestern. Und jetzt ist die Frage, wie lange noch vor Mikro hast du vor, so wie Hans Dichand hinter dem Schreibtisch umzufallen, hinter dem Mikro umzufallen, oder hast du andere Karriereziele, willst du ORF-Generalintendant werden, kommt ja die Wahl nächsten Sommer. Was sind so deine Wunschziele, Robert? Meine Wunschziele sind, meinen jetzigen Vertrag zu erfüllen, ja, und meinen jetzigen Auftrag zu erfüllen. Ja. Also de facto geht geht's noch, wie lange der Vertrag? Das, also, ich meine, Entschuldigung, wer wollen wir? Einen Vertrag zu erfüllen muss ja. Naja, ich habe einen Vertrag. Ja. Ich bin ja nicht angestellt beim ORF. Irgendwie haben wir einen Vertrag irgendwie und irgendwie, der geht über noch mehrere Jahre. Mehr Details dazu zu verraten wäre so uninteressant wie mir unerlaubt. Also, solange der Vertrag ist, mindestens, aber wohl auch noch darüber hinaus, oder? Man wird ihn ja verlängern. Irgendwann einmal wird für mich die Zeit im Rampenlicht, das ja kein echtes Rampenlicht ist, weil man darf es ja nicht wichtiger nehmen, als man ist, aber irgendwann wird die Zeit für mich vorbei sein, wo ich über mein Privatleben in der Tageszeitung Österreich lesen werde. Ja. Mhm. Da kommt dann maximal noch die Geschichte, was wurde aus. Ja. Und da werde ich nicht abheben. Ja. Mhm. Aber es hat noch ein paar Jahre Zeit. Danach habe ich schon vor, im Medienbusiness zu bleiben und Medien zu machen. Für Publikum, aber nicht mehr an vorderster Front. Nur, wie gesagt, das hat noch ein paar Jahre Zeit. Irgendwann einmal, wenn du da Schlagzeile brauchst, es war mal ein Scherz, aber ich überlege wirklich immer öfter, aber es wird nicht die nächste Wahl sein und auch nicht die übernächste, aber ich könnte mir Bundespräsident sehr gut vorstellen. Das ist und dieser hinterher Lacher, den kannst du sparen. Ja, also weil wenn ich dann hier sitze, und du wirst immer noch da sein. Meine Stimme hast du. Danke, meine Stimme hast du. Ich würde nicht ausgemacht werden als Bundespräsident. Und vor allem, ich freue mich auf die Duelle mit Norbert Hofer. Gradke gegen Norbert Hofer, das hat was, würde ich sagen. Aber Entschuldigung, also ganz ehrlich, wie oft glaubst du, dass der antritt? Na ja, schon noch ein paar Mal. Schon noch ein paar. Ach so, schon? Na ja, schon da gefällt. Weißt du mehr als ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja. Er ist noch nicht so alt, wie er ausschaut. Nein, aber es ist schon, ich meine, von all den Berufen, irgendwie, und ich war ja Zeit meines Lebens ein du hast mich vergessen, du wolltest mich doch politisch aufmachen, wie man so schön sagt. Ja. Aber ich war Zeit meines Lebens ein politisch interessierter Mensch, aber ich habe mich nie bekannt zu irgendeiner Richtung, weil das einfach nicht meine Aufgabe ist. Dafür habe ich, wie gesagt, kein Mandat. Bundespräsident ist eine wirklich überparteiliche Funktion, die aber trotzdem einiges vereint, was ich in meinem Job lieben gelernt habe. Du musst für ganz Österreich da sein. Ja? Mhm. Du hast eine relativ würdige, anerkannte Position mit Sozialprestige. Du hast ein interessantes Büro. Ja, das ist zwar nicht ein Radiostudio irgendwie da in der Hofburg, aber es hat auch was. Ja, irgendwie, Du musst am 10 nichts mehr hakeln. das hast du gesagt. Irgendwie, gell? Ich hätte dann schon vor, viel zu arbeiten. Ja? Ja. Und ich sehe mich einfach mit der Polizeiskorte von Krems jeden Tag eine Gurken. Ja, das wird schön. Den super weißen geil. Mäusen, wir fahren gemeinsam super mit dem Motorrad. Es wird ein Traum. Der Gradke ist unser Bundeshavi, ist dann der Slogan. Und sehen Sie, er hat schon die Schlagzeile parat. Genau. Es ist einfach ein Phänomen. Der Bundeshavi. Ja. So? Nein, also das wäre der schönste Tag meines Lebens, wenn du für den Bundespräsidenten habe ich die Unterstützung deines Medienimperiums. Was hast? Tausendfach. Vielen Dank. Dann darfst du es aber niemandem anderen mehr versprechen. Geschlossen. Nein, das scheidet sowieso aus. Ja? Also geschlossene Unterstützung aller meiner mir zur Verfügung stehenden Medien, inklusive Cooking.
danke. Es ist, ich bin begeistert. Ja. Genau. Ja. Also, dieser Versuch wunderbar. Hat sich gelohnt. Genau. Also jetzt wissen wir beide, jetzt wissen wir beide, auf was wir hinarbeiten. Ja. Also erstens, noch ein paar Jahre haben wir die Freude, dich in der Früh zu genießen. Ja. Ja. Und wann dann der Van der Bellen die nächste Amtszeit beendet, dann wäre der ideale Zeitpunkt gekommen, dass du sagst, zeitlich gesehen wäre das sogar gar nicht mal so schlecht. Sind 7 Jahre, das wäre perfekt. Früher hätte man gesagt, irgendwie, da bist du immer zu jung irgendwie, aber mittlerweile in Zeiten wie diesen irgendwie mit einem jungen Bundeskanzler und irgendwie also wir würden eine neue Hymne kriegen, würde ich vorschlagen, so wie ich dich kenne, ein bisschen mehr poppig. Wir würden einfach ein ganz neues Feeling in diesem Land kriegen. Wenn Sie gestatten, hebe ich mir diese Informationen dann für meinen Wahlkampf auf. Das Morgenfeeling. Ja. Also, Robert, ich freue mich. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Ich freue mich über deine 30 Jahre. Mögen noch 30 folgen, 15 davon als Bundespräsident, wie wir gehört haben, mindestens in diesem Sinne. Vielen, vielen Dank und wir freuen uns auf morgen früh. Was ist morgen im Ö3-Wecker? Du enthüllst morgen hoffentlich dieses Gipfelgeheimnis, das ich ja auch in meiner Fernsehsendung heute hatte, das ja mega geil ist, wo einer da ins Gipfelbuch eingeschrieben hat, er hat offenbar gerade jemanden umgebracht oder sonst irgendein Verbrechen begangen. Ne? Naja, ich hoffe, dass diese Geschichte nicht irgendwie, weil momentan weiß man ja nicht, ist das Ganze ein Scherz gewesen oder ist es echt? Irgendwie, wenn es sich als echt herausstellt, irgendwie, dann ist es ja de facto etwas wirklich Dramatisches. Also ja, das ist eine spannende Geschichte. Was und wie wir darüber weiter berichten, Das wirst du morgen hören, wenn du dann auf das wird mit ganz, dem Ö3-Weg. Das wird ganz, ganz spannend werden, eine geile Geschichte. Deshalb allerletzte Frage, was war die geilste Ö3-Wecker-Geschichte oder der geilste Ö3-Wecker, den du bisher gemacht hast, um dich noch kurz in Verlegenheit zu bringen? Fällt dir was ein? Geil, in welchem Sinne? Geil, einfach phänomenal. Also phänomenal. Das erinnere ich mich mein ganzes Leben lang. Abgesehen jetzt von den fantastischen Weihnachtswundern, die du gemacht hast, wo selbst mir die Tränen kommen. Auch da, irgendwie nur als Teil eines Teams. Schwierig zu sagen. Ich glaube, dass für mich der schwierigste und zugleich aber auch sicherlich wichtigste Moment war damals, wie meine Mutter gestorben ist. Und ich hätte es ja nicht zum Thema gemacht, weil, wie du weißt, rede ich über Privates selten. Und ungern, aber in dem Fall war ja meine Mutter beim Weihnachtswunder irgendwie relativ prominent vertreten. Und ich habe damals mich bei den Schwestern, in ihrem Auftrag nach ihrem Tod, bei den Schwestern und Ärzten bedankt und ihren Song gespielt. Und das war schon ein Moment. Was war das, ihr Song? Was? Der Alabama-Song von den Doors. Aha, aha. Show me the way to the next Whiskey Bar. Ich meine, das war meine Mutter. Ja. Die war einfach eine coole Socke. Und das war schon ein besonderer Moment. An den ich mich erinnere. Mhm. Das ist eine ganze Sendung. Eine Sendung besteht aus vielen Momenten und es bleibt vieles. Also das war der berührendste Moment, aber man muss ja sagen, du warst ja bei jedem großen Ereignis der letzten 16 Jahre nachher auf Sendung. 9-11 und was alles da, es gibt was alles war. Es gibt was. Ich freue mich sehr, weil ich ein positiver Mensch bin, auf den Ö3-Wecker, wo wir dann im November von den Wahlen in Amerika berichten und als erstes das Ergebnis bringen. Mhm. Wobei, ich könnte mir vorstellen, dass du wahrscheinlich auch dann in deinem Studio sitzt. Mhm. Ja. Nein, ich bin drüben. Weil ich, du bist sogar drüben. Mhm. Ja, nein, das können wir uns nicht leisten. Entschuldigung. Nein, wir sind natürlich auch drüben, aber nicht ich. Ja. Mhm. Aber das wird dann sicherlich, das wird wahrscheinlich eine der spannendsten Sendungen ever. Aber wenn du mich jetzt fragst zu einer Vergangenheit, dann muss ich sagen, ich kann mich erinnern, da war ich nicht als Moderator damals da, sondern als Reporter, aber ich war damals in Lassing dabei. Ja, nach dem Unglück, wo sie die Bergleute verloren haben und dann einer plötzlich überlebt und ich war da in der Früh dort und bin an einem Loch gestanden. Und daran werde ich mich mein Leben lang erinnern. Aber geil, würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber auch, weil du sagst, die Trump-Wahl, sprich, er ist wirklich Präsident, fiel ja auch in deine Sendung, weil die ja erst nach 5 Uhr... Ja, aber da würde ich auch nicht unbedingt geil sagen. Also in Wahrheit könntest du ein Buch schreiben. Da würde ich auch nicht geil sagen. In Wahrheit quasi zuerst auf das Gradke-Buch und dann auf Robert Gradke als Bundespräsident. Das war der Robert bei uns im Studio. Dankeschön. Lieber Frühstücks-Havi, ich danke dir für den Besuch und das nette Interview. Kurze Werbepause und dann kommt das Kontrastprogramm. Herbert Kickl donnert los. Wir sind gleich wieder da.